Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. Wir haben uns ja beim letzten Mal ein paar schöne Items gekauft, die wir hier auf jeden Fall noch einsetzen wollten. Und hier ist kein Platz mehr. Was? Ein volles Lager? Vielleicht haben wir es ein bisschen mit der Produktion übertrieben. Vor allem, wenn jetzt er noch dazu kommt, der die Anzahl der Module auch noch reduziert. Kaffeerösterei. Ja, ihn hatten wir ja hier auf jeden Fall noch eingeplant, ne? Ha. Sollten wir ihn anders einsetzen? Komm, wir setzen ihn jetzt einfach mal hier dazu. Wir planen das jetzt hier nicht direkt mit den Modulen wieder um. Weil sonst müssen wir am Ende doch wieder alles umplanen am Ende. Das wäre natürlich ärgerlich. Moment, hebt er die Arbeitskraft, die man braucht? Nee. Sind die Obreros ausgezogen? Okay, ich glaube, wir müssen hier nochmal an die eine Handelsroute ran, die zwischen den Inseln. Du klaust scheinbar zu viel hiervon. Und guckt euch an, was wir hier zusätzlich an Tabak produziert haben. Ach, du grüne Neune. Und an Kakao. Eieiei, caramba. Macht er auch Kaffee extra? Die Epidemie breitet sich aus. Oh, oh. Eine Epidemie. Ja, damit kennen wir uns ja aus, ne? So, dann ziehen wir hier mal Steinstraßen lang von unserem Krankenhaus aus und dann sollte sich das eigentlich ganz gut erledigen. Und sonst geht's euch schlecht, weil ihr keine Ponchos habt. Und ihr habt keinen Kaffee und ihr habt keine Hüte. Oh Gott, oh Gott. Hier geht alles drunter und drüber gerade, weil ich hier versuche umzustrukturieren. Das war vielleicht auch nicht die klügste Idee, sagen wir mal so. Wann war denn die letzte Zeitung? Ich könnte mal wieder eine Zeitung gebrauchen, wo ich nicht so viel lektoriere, um mal ein bisschen Einfluss gut zu machen. Und warum lädst du immer von da hinten? Ich verstehe das nicht. Warum darfst du das? Es wird dafür irgendeine Erklärung geben, die ich aber nicht weiß. Okay, was kauft denn hier eigentlich so Siso? Vielleicht könnten wir da eine coole Handelsroute hinmachen. Die kauft Bananen? Bananen haben wir im Überfluss. Also hier dieses Bananenzeug. Können wir verkaufen. Können wir extra Geld machen. Können wir wieder Leute von kaufen. Die müssen wir aber erstmal einsetzen. Wir müssen die erstmal einsetzen, bevor wir irgendwas anderes machen. So. Hier würde ich eigentlich gerne nochmal umstellen, dass wir eher so hier dicht ziehen mit dem, was wir hier haben. Also, dass wir das hier nochmal komplett abreißen, das Feld, und das andere gleich auch. Und dann erstmal in diese Richtung aus, uns ausbreiten, um da den Platz auszunutzen. So, also hier würde dann dicht gemacht werden. Dich würden wir jetzt als erstes hier wieder dicht ziehen. Ah, da ziehen wir natürlich jetzt auch noch andere mit in Mitleidenschaft, ne, die von da hinten kommen. Die sind dann wahrscheinlich auch nicht komplett, nee. Okay, dann müssen wir mit dir noch einmal hier ein bisschen was machen. Kommen wir mit dem anderen noch rum? Ja, kommen wir. Sehr schön. Ja. Nee, Moment, das ist aber schlecht. Umplanerei. Macht so Spaß. Macht auch fast gar nichts kaputt, wenn man umplanen muss. Seine ganzen schönen Pläne. So. So machen wir's. Und du füllst jetzt erstmal. Hä? Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Hä? Bin ich blöd? Da steht doch 83. Ach, nicht ausgebaut. War natürlich mal wieder mega genial von mir. So, und dir fehlen jetzt noch ein paar. Okay, gut, da können wir aber auch nicht effektiv nutzen. Ne? Da müssen wir nochmal kurz hier an das dran. Weil da können wir dann ja hier die auf jeden Fall nochmal wegnehmen. Und können mit der dann eher noch hier hinten ausfüllen. Ja, so sieht doch ganz gut aus. I like that. So, Epidemie scheint vorbei zu sein. Häuser stehen leer. Eins, okay, ist gelöst. Hier haben wir immer noch zu wenig Obrero-Arbeitskraft, für die wir jetzt noch sorgen müssen. Die Besucher, wir nehmen natürlich die Jagdchance. Jagen wir jetzt Besucher? Hm. Oh, die haben aber keine hohe Moral. Habe ich die so losgeschickt? Wenn ja, dann wäre das nicht so klug gewesen. Und da kommt auch die Zeitung, die wir uns erwünscht haben. Damit wir mit dem anderen fortfahren können. So, alles klar. Gut, wir müssen natürlich jetzt gut was behalten. Das heißt, plus 15% können wir definitiv nicht draufballern. Sind wir mal bescheiden, oder? Sind wir bescheiden? Das merken wir natürlich direkt in unserer Bilanz. Wir haben 14.000 weniger Bilanz dadurch. Das ist natürlich heftig, Alter. Das tut weh.
Aber wir können eine Handelskammer bauen. Ja. Indem wir den Herren jetzt reinsetzen können. Gibt es noch schöne Items? Haben wir noch jemanden da oben? Nein, wir haben keinen mehr da oben. Dann schicken wir mal den Clipper nochmal hoch. Weil das werden wir nochmal brauchen, um hier gleich nochmal für mehr Zufriedenheit bei den Obreros zu sorgen. Indem wir wieder mehr Sachen ihnen halt auch schicken. Was bedeutet das, Abteilungsleiter? Unterhaltskosten minus 6%. Das ist natürlich nice. Dadurch machen wir jetzt auch wieder 3000 mehr, was natürlich stark ist. So. Hier, das reißen wir nochmal ab. So. Dich bauen wir jetzt als erstes mal aus. Du brauchst jetzt nur noch 135. Okay, das ist gut zu wissen. Und mir fällt gerade ein, dass ich natürlich trotzdem planen kann, auch wenn ich diese Reduzierung drin habe, weil wir natürlich trotzdem einfach bis 135 planen können. Aber natürlich jetzt dumm. Jetzt habe ich hier keinen Rausweg gelassen. Müssen wir nochmal kurz korrigieren. Da muss ja noch eins rauskommen, ne? Uiuiuiui. Manchmal frage ich mich, ob ich selbst mitdenke. Und meistens würde ich es mit Nein beantworten. So. Es reicht doch niemals, um all diese Dinger hier hinzusetzen. Ich glaube, wir müssen unsere Holzfäller hier vorne mal umsetzen. Und unsere Adine, die hätten wir wirklich einfach umsetzen können. So, warte mal. Zack. Einmal hier das Holz weg, damit wir hier nochmal eine Übersicht haben. Hier das bitte auch weg. Und die setzen wir jetzt einfach zack, zack. Setzen die hier neben. Und ich hoffe, Rohholz haben wir jetzt erstmal für den Übergang noch genug. Ja, damit kommen wir jetzt erstmal noch klar, sagen wir es so. So, ausbauen. Hast du deine 135? Jawohl. So, jetzt machen wir hiermit einfach auch nur, in Anführungszeichen, die 135 voll. Achten darauf, dass wir die halt voll machen. Und wie wir die voll machen. Also da haben wir jetzt natürlich keine automatische Begrenzung oder so, ne? Das ist halt das Problem. 131, 135. Ja, ich weiß, es mangelt an Obrero-Arbeitskraft. Ich werde mich noch drum kümmern. Aber Kaffee ist auch essentiell für Obreros. Das heißt, ohne Kaffee machen wir jetzt auch keine Gefallen bei der Obrero-Arbeitskraft. Gut, das wären jetzt schon wieder zu viel, ne? 135, also noch 9. 135, perfekt. Gut. Hier ziehen wir einen Weg durch. Dann könnten wir die beiden noch ausbauen. Das Lagerhaus bauen wir auch direkt dazu aus. So, wie kriegen wir hier deins raus? Also, lasst uns mal erstmal den hier ziehen mit seinen 135. Weil der Rest ergibt sich dann. Wir sollten definitiv weniger in die Richtung noch ziehen mit dem. So. Ah ja, ja, jetzt geht hier aber die Obrero-Arbeitskraft runter. Keine Ponchos, keine Bananen. Alter, hier ist ja gar nichts mehr. Wieso haben wir keine Bananen? Wir haben nicht genug gebackene Bananen. Wir haben nicht genug gebackene Bananenproduktion. Scheinbar. Muss ja direkt eskalieren, ne? Ich baue erstmal nur eine. Ich denke direkt, zwei bauen. Aber die brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Gut. Hierzu, hierzu. Und so machen wir die 135 auf jeden Fall nützlicher voll. 135, ausbauen. 135 von 135. So, und jetzt können wir dich hier rauswinden. Gut, und damit geht das natürlich jetzt deutlich schneller, wenn man es so baut. Zack, das wären auch wieder 135. Du kannst angeschlossen werden. Hier kriegen wir noch was hin. Also selbst wenn wir das hier jetzt noch komplett hier langziehen, kriegen wir ja niemals die 135 voll. Aber wir könnten natürlich auch hier einfach noch ein bisschen Platz lassen am Hafen, damit man da noch was bauen kann. Nee, machen wir nicht. So, die drei noch. 135 wären das dann wieder. Gut, damit hätten wir jetzt hier schon mal wieder 6 Kaffeeproduktionen hingesetzt. Hingesetzt. Die jetzt auch mit mehr Produktivität laufen, ne? Plus 20% sollten die laufen. Alles klar, die sind alle beeinflusst auch. So, wenn wir dich jetzt ausbauen, bist du dann noch im Einflussgebiet? Jawohl, wunderbar. So wollte ich das hören. Lagerhaus bauen wir natürlich auch aus. Hätten wir jetzt noch nicht direkt machen müssen, aber wird uns auch nicht schaden, ne? Kostet ja nur 10 Holz oder was das ist.
Ich meine 10 Holz, vielleicht sogar weniger hier in der neuen Welt. Und da können wir jetzt wieder vollziehen, weil hier wird ja automatisch begrenzt, weil wir den ja schon ausgebaut hatten. Das können wir eigentlich den Rest jetzt auch ausbauen, ne? Oh, jetzt habe ich das Lagerhaus ausgebaut aus Versehen. War nicht meine Absicht, aber auch nicht schlimm. So. Pass mal auf. Hier hinten. Ein paar Blöcke können wir hier noch gut machen. Nicht viel. Aber ein paar. So. Das hier brauchen wir. Das heißt, das hier kann weg. Eine Berühmtheit. Ja, die hole ich gleich ab. Erstmal ziehe ich hier hinten noch. Ja, so ein paar Felder haben wir damit noch gut gemacht. Nicht viel, wie ich ja schon gesagt habe. Aber ein bisschen was. Ein Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt holen wir kurz unsere Berühmtheit ab, die hier angekommen ist. Eine Wirtin. Okay, nehmen wir. Haben wir ja eigentlich coole Items. Oh ja. Wir haben nette Items. Cool würde ich sie jetzt nicht nennen, aber nette. So, plus 30%, war in Ordnung, hat funktioniert. Weiter geht's mit euch. Und für uns geht's wieder in die neue Welt zurück. Wahrscheinlich schreibt ihr auch schon wieder seit 2 Parts, oh, mach das bloß nicht, das wird dir auf die Füße fallen. Kann auch gut sein. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich muss ja meine eigenen Erfahrungen auch ein bisschen sammeln, ne? Und ich muss sagen, mit Items und so in Anno bisher noch fast gar nichts gemacht. Du kannst nirgends hin. Machen wir dir doch noch einen Zugang. Und dementsprechend ist das hier jetzt für mich ganz spannend, das mal zu machen. Also der Rest von Anno ist auch spannend. Das wollte ich definitiv gerade nicht damit sagen. So, jetzt haben wir hier vielleicht eine leicht erhöhte Kaffeeproduktion. Was wir natürlich dann auch alles runter schaffen müssen. Hier haben wir jetzt eine Überforderung von dem Kontor, verständlich. Hier haben wir keine Arbeitskraft. Gut, und ihr habt nicht genug Zeug. Ihr habt nicht genug gebackene Bananen, das erledigt sich jetzt aber. Nicht genug Ponchos, Tortillas, Kaffee, oioioioioi. Und Hüte. Kaffee wahrscheinlich nicht, weil nicht genug Agrarprodukt-Kaffee da war. Ja, so sieht's aus. Und hier natürlich noch ein bisschen mehr Kaffee können wir natürlich hier noch rausholen. Hier kann man bestimmt noch 1, 2, 3 bis 4 kriegt man hier vielleicht noch hin sogar. Also, wenn wir es dann brauchen. Volles Lager. Was? Zigaretten sind voll? Also Zigarren sind voll? Krass. Okay, das ist heftig, dass es so viel schon ist. Okay, gut. Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch umstellen. Und hier wird gerade der Kaffee, der braucht viel zu lange. Also Kaffee hier runter zu schaffen, ist ja jetzt nicht mehr das Problem, ne? Also da müssen wir jetzt sofort nochmal an die Handelsroute ran und die komplett überdenken. Also wirklich komplett, komplett. Gehen wir mit den 50% durchs Minenfeld. Wir haben es geschafft, sehr schön. Wir sind durchgekommen. Das ist ja wirklich immer eine Gratwanderung. So, und hier muss ich mir nochmal kurz merken. Ponchos, Hüte, Tortillas und so weiter und so fort. Das heißt, hier würde ich jetzt gerne dieses Schiff einsetzen. Und du sollst dir jetzt von hier unten ein paar, nee, danke, ein paar Ponchos schnappen. Am liebsten so 10, ja? Sollst damit da hochfahren nach Silver Valley und sollst die alle da ausladen. Okay, gut. Ponchos. Dann sollst du bitte auch noch, neben den Ponchos, brauchen die ja noch Tortillas. Das machen wir auch. Nimmst du auch 10? Theoretisch, wenn wir hier 10 hätten, fährst du da hoch, lädst sie da aus. Alles klar. Dann nimmst du dir bitte noch Hüte, nimmst ja auch 10 und lädst sie da oben aus. Und lädst bitte alles aus. Lädst bitte alles aus. So, was machen wir jetzt noch? Was brauchen die noch? Was brauchen die noch? Rum brauchen die noch. Davon nimmst du bitte 15 mit und lädst sie da oben aus. Rum sollten wir gleich auf jeden Fall genug haben. Das dürfte kein Problem darstellen. Bier laden wir, glaube ich, schon auf dem Rückweg quasi in Silver Valley aus. Und dann nimmst du bitte komplett alles mit, was du da oben kriegst, an Kakao zum einen. Lädst es aus. Kakao wird ja als Nebenprodukt produziert. Und du nimmst alles mit, was du an Kaffee kriegst. In Silver Valley und lädst es auch hier unten aus. Okay, das ist dann 2W und das ist eine Handelsroute in beide Richtungen nach 2S. So, die lassen wir jetzt mal so benannt. Na, wir nennen die mal noch Vers, Kack, Au,
Kaff-E. Geht nicht mehr. Okay, gut. Und damit sollte diese Handelsroute fahren. Wir haben natürlich keine Tortillas hier. Müssen wir jetzt alles ein bisschen gucken. Und unsere Expeditionen laufen und laufen und laufen. Die sind ohne uns schon gut unterwegs. So, für euch geht's auch weiter. Und hier die ist natürlich nicht besonders hohe Moral, ne? Aber da müssen wir uns jetzt hier darum kümmern, dass wir wieder zu mehr Obrero-Arbeitskraft kommen. Weil das ist natürlich nicht nur oben ein Problem, sondern auch hier, dass wir hier nicht genug Tortillas und nicht genug Ponchos haben. Und hier unten haben wir keine Zigarren. Die könnten wir auch noch mitbringen. Das hier ist die, jawohl, das ist die. Die Ponchos sollten ja auf jeden Fall immer da sein. Das heißt, hier könnten wir noch einladen. Zigarren. Und du nimmst bitte auch 10 mit und lädst sie dann. Nee, was hat er denn für einen Move? Hier aus. Alles klar. Gut. So, machen wir's. Und dann. Du lädst weiter Kaffee ein, Alter. Der Kaffee ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Zack, Produktivität hoch. Sonst kommen wir mit dem Kaffee gerade überhaupt nicht hinterher. Wobei wir jetzt natürlich auch hier. Haben wir nur die 2 Kaffeeröster rein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie viele Kaffeeröster haben wir? 2. Muss ich mir wohl doch vorstellen können. Gut, dann lasst uns doch hier. Gut, hier ist jetzt schlecht, ne? Wir müssen ja irgendwo einen Platz finden, wo wir auf jeden Fall noch Dings dran klatschen können. Wenn wir hier das jetzt nochmal doch ein bisschen umstellen, so, und dann hier das nochmal wegnehmen, beziehungsweise können wir da lassen, ne? Und da würde ich jetzt gern mal meine Kaffeeröster hinbauen. Würde ich da natürlich auch, beziehungsweise hier könnten wir vielleicht die Dings reinbauen, die Handelskammer. Das wäre vielleicht eine Idee, weil die Kaffeeröster, die werden wir ja nicht komplett um die Handelskammer bauen, nehme ich mal an. Handelskammer legen wir uns auch mal hier oben rein. So, das müsste ja reichen. Wenn wir hier die Handelskammer bauen und dann da drum Kaffeeröster positionieren. Ey, Kaffeeröster sind schon arschgroß, ne? Uiuiui. Die Menschen lassen sie hochleben. So könnten wir es machen. Dann hätte die Kaffee, die Handelskammer meine ich, noch Platz. Um hier noch einen weiteren aufzunehmen. Und um hier noch einen weiteren aufzunehmen. Und dann wäre es ausgelutscht. Mehr Platz könnten wir nicht freimachen, um hier noch weitere anzuplanen. Aber das müsste ja dann auch eigentlich reichen. So, hier den setzen wir nochmal um. Das ist Quatsch, was wir hier gemacht haben. Im Zweifelsfall füllen wir hier hinten mit einem Feld aus. So, die Handelskammer ausgebaut. Hier das so angeschlossen. Und jetzt kommen hier die Handelskammer-Items rein für die Kaffeerösterei. Kaffeerösterei, Produktivität plus 40%, jawohl. Dann Kaffeerösterei, Produktivität plus 30, Arbeitskräfte minus 40, jawohl. Und Rumbrennerei ist das? Hutmacher? Kaffeerösterei, Unterhaltskosten minus 20%. Dadurch dürften wir jetzt die deutlich effektiver gemacht haben und das war jetzt ein Fehler. Da habe ich jetzt definitiv zu viel ausgebaut. Wobei wir produzieren auch so viel Kaffee auf unseren Dings da, dass, ist ja keine Frage, so. Also hier müssen wir. Da ist immer noch Kaffee am Vollladen. Aber hier soll es ja jetzt loslaufen. Also Kaffee sollte jetzt auf jeden Fall anfangen, richtig zu produzieren. Oh, nicht genug Journalero-Arbeitskraft. Die brauchen jetzt Journalero-Arbeitskraft, ne? Durch ein Item. Mann, ey. Oh Gott, oh Gott. So, hier das bauen wir eh um. So, ihr kommt jetzt auch. Euch reiße ich jetzt erstmal einfach ab. So, und euch möchte ich auch gerne in so eine Art, wie wir es jetzt hier haben, reinsetzen. In eine eigene Produktivität. Guck mal hier, da kann man doch schön Rumbrenner hinsetzen, oder? Wobei Rumbrenner brauchen viel Platz, ne? Einfach mal ein bisschen freier Platz wäre natürlich auch schön, den wir nutzen könnten. So, ihr sollt auch eine eigene kriegen. Wenn wir die hier hinsetzen, dann nehmen wir sogar relativ viel mit. Alles klar. Und dann könnten wir da drumrum. Wir planen es einfach erstmal. Wir planen es erstmal. Wie viele haben wir denn aktuell auf der Insel? Wie viele Rummacher? 8 Stück. 8 Stück, Alter. So, euch setzen wir jetzt. Euch versuchen wir jetzt hier wirklich reinzuplanen, dass es genau passt irgendwie.
So. Du kannst dahin. Alles klar. Die setzen wir noch da oben hin. Dahin. Wir müssen natürlich jetzt gleich gucken, wie wir die alle irgendwie angeschlossen kriegen. 5. Gut, da müssten wir jetzt irgendwie mal Platz für ein Lagerhaus lassen. Beziehungsweise das könnten wir hier reinflicken. 6. Wir bräuchten hier hinten definitiv noch ein Lagerhaus, sonst bricht uns das hier alles zusammen. So könnten wir es machen. Erstmal kurz hier nochmal rein. Ich hoffe, Sie sind erfinderisch. Natürlich bin ich erfinderisch. Plus 20% Geschick, Alter. Ich habe Bretter mitgenommen. Okay. Okay. Die könnten alle an das liefern, theoretisch. Ihr kriegt natürlich noch ein weiteres. Und die sind alle mit drin. Und wenn wir hier jetzt noch eine hinbauen, dann wäre die auch noch mit drin. Und wenn wir hier noch eine hinhaben wollen, dann müssten wir die hier versetzen wir einfach mal so. Ja, okay, es nimmt Form an. Und dann machen wir die noch so. Aha. Wobei, nee, da müssten wir da oben, den Weg müssen wir halt noch rausführen, ne? Damit wäre sie wahrscheinlich nicht mehr drin, würde ich mal behaupten. Das heißt, wir würden so gehen. Kriegen wir hier ein Lagerhaus hin? Ja, nice. Aber wie wir die hier an den Hafen kriegen, ne? Also wir könnten halt einmal hier außen rum, so. Dann gehen wir hier rüber und dann hätten wir sie hier am Hafen. So würde das gehen. Und hier machen wir es genauso. Hier gehen wir nur hier rüber. Und schließen das dann wiederum hier rüber an den Hafen an. Dann wären die alle an den Hafen angeschlossen und wir könnten hier zwischen die Dinger ziehen. So. Würde das funktionieren? Ich weiß es nicht. Müssten wir ausprobieren. Machen wir es doch, oder? Ich meine, wir sind ja keine Feiglinge. Wir können uns das ja erlauben. Erstmal die Handelskammer. Da setzen wir jetzt rein. Haben wir nur den einen Typen für Rummacher eigentlich? Dafür machen wir das jetzt. Da haben wir noch jemanden für eine Kaffeerösterei. Also noch eins für da, okay. Wir brauchen noch vielleicht ein paar Items für Rummacher. Wäre vielleicht ganz gut. Machen das hier natürlich. Die meisten Prozent. Hier noch mehr Prozent, wunderbar. Wir halten uns mit der Moral, halten die sich besonders gut. Die sind halt schon sehr, sehr niedrig, ne? Okay, hier sind zu viele. Oh Gott. Wir überfordern das ja. Krass. Ja, pass auf, wenn wir dich jetzt irgendwie hier hin, hier haben wir dich nicht hingekriegt, ne? Sonst hätten wir dich da hingesetzt. Hier neben noch kriegen wir wahrscheinlich, passt das? Doch, das passt. So, nochmal ausbauen, zack. Das heißt, hier dürfte es jetzt besser gehen und hier wird noch Schokolade produziert. Das ist natürlich schokoladig, Alter. Dann setzen wir euch vielleicht irgendwann nochmal um. Nur ein Item, Alter. Wir machen gerade den ganzen Aufwand da, nur weil wir ein Item haben. So Kacke. Brauchen wir was für Rumbrenner. Bauen wir. Ist eigentlich auch geil, ne? Ich möchte die nochmal haben. Wir brauchen was für Rum. Der ist auch nice. Der ist auch echt nice. Extra Kakao. Wir könnten das noch auf Maisplantagen bauen auf unserer Insel hier, aber ist schon heftig. Schokoladenfabrik? Nee. Küche? Nee. Kaffeerösterei? Nee. Oh, das sind ein paar. Schokoladenfabrik, Kakaoplantage, Zuckerraffinerie. Oh, damit kann man so eine ganze Kette richtig anheizen. Hutmacher? Brauchen wir nicht. Poncho? Kaffee? Leute, wir brauchen jemanden für Rum. Tortilla. Perlen, Schoko. Ich brauche jemanden für Rum, Leute. Poncho, Tortilla. Jetzt machen wir den ganzen Aufriss echt für ein Item, was wir da haben. Das tut weh. Oh, die wollten wir doch mehr haben, oder? Es mangelt an Arbeitskraft. Ist natürlich stark. Für später den Kampf, ne? Ich glaube, dafür hatten wir es schon eingepackt. Schokoladenfabrik wieder. Kakaoplantagen, der Baumchirurg. Den hätte ich aber auch noch gerne. Alter, ich
Ich muss hier aufhören einzukaufen. Hier gibt es viel zu geiles geilen Scheiß. Noch einmal. Oh, 50.000 kostet das Rerollen schon. Das sollten wir jetzt definitiv mit aufhören. Okay, war jetzt nicht so der erfolgreiche Einkauf. Da warten wir mal noch da oben. Bleiben noch ein bisschen. Ja, das heißt, ich habe nur unsere Rumproduktion ein bisschen billiger gemacht. Nicht mehr effektiver. Naja. 1, 2, 3. So, die setzen wir jetzt erstmal um. 1, 2 und 3. Stopp, hier habe ich was falsch gesetzt. Warum darf ich das jetzt nicht? Was ist denn jetzt los? 2. Jetzt holen wir uns die dritte. 3. Geht doch. Warum weinst du? Hä? Ich darf, wenn das gebaut ist, darf ich da keine Brücke lang. Naja, klar. Ja, klar. Darf man keine. Nee, Brücken sind da nicht erlaubt da in der Nähe. Okay. So, Expedition. Verheddert. Juff, plus 85% ist nice. Plus 35% ist auch okay. Belohnung entdeckt. Ein Bankier. Dann nehmen wir doch mal mit. Dafür können wir aber auch die Jadeperle nochmal über Bord werfen und nehmen den mal mit. So, und hier kam gerade eine Warnmeldung. Ei, die sind krank. Das ist schlecht. Das würde nicht reichen. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Wenn wir hier fair abreißen, dann kriegen wir die dahin. Tut natürlich unserer aktuellen Jornalero-Arbeitskraft nicht besonders gut, aber immerhin haben wir ein Hospital, was relativ zentral liegt dann. Gut, dann machen wir mal weiter mit Verlegen. Du bist nicht an ein Lagerhaus. Ach ja, klar, ihr habt alle keine Connection zu einem Lagerhaus. Kostet ihr eigentlich irgendwas? Nee, ihr kostet überhaupt nichts. Euch zu versetzen kostet wahrscheinlich genauso viel. 1, 2. Wo haben wir noch? 1, 2, 3. So viel brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Wir bauen einfach mal 1, 2, 3 erstmal wieder nur auf. Nur in Anführungszeichen. Dich können wir nicht aufsteigen lassen, okay. Und die Jornalero-Arbeitskraft ist jetzt unser Problemchen. Aber das Schöne ist ja, dass wir jetzt hier auf jeden Fall gleich ein bisschen entschlacken können. Und hier die Feuerwehr lassen wir mal noch hier. Dann machen wir hier einfach nochmal ein District drum quasi. Und machen die jetzt machen wir sie halt länglich. Und euch würde ich gerne noch verlegen, weil ihr seid einfach im Weg für die Expansion mit der Stadt. Das heißt, euch werde ich auch verlegen. Hier wird halt unser Holz produziert. Da hinten ist so ein schönes Fleckchen für euch, oder? Hier ist kein Platz mehr. Ja, hier ist kein Platz mehr, ich weiß. Kopieren wir das einfach mal alles. Nehmen das mal 1:1 einfach mal mit. Das Lagerhaus dürfte noch... Nee, hat überhaupt keinen Platz. Okay, also brauchen wir doch noch das Lagerhaus mit selbst. Wobei, wir brauchen die Produktion eigentlich nicht, weil wir produzieren echt zu viel. So. So. Und du... Bist ja schön hier, ne? Aber du bist weit weg vom Schuss. Muss weit laufen bis zum nächsten Lagerhaus. Und den Platz können wir definitiv besser nutzen, wenn wir das umwandeln in einen weiteren Ort, wo man leben kann. Okay. Hier hinten wäre doch mal wieder ein Marktplatz angesagt. Und das würde natürlich auch hier unseren Weg korrigieren. Das heißt, hier der Weg würde sich auflösen. Aber hier ziehen wir natürlich noch einen, damit das mit dem Platz passt. Und jetzt kopieren wir uns hier erstmal ein paar Gebäude und setzen die jetzt einfach mal hin. Schauen mal, wie viel Platz wir damit immer nutzen können. Wir brechen natürlich jetzt mittendrin irgendwie mit dem Muster, was wir bisher verfechtet haben. Aber das ist jetzt halt mal gerade so. Und wir müssen halt hier für die zusätzliche Jornalero-Arbeitskraft sorgen, weil sonst wird unsere ganze Produktion... Oh, eine Expedition ist zurückgekehrt schon. Nice. Cool. So. Gucken wir uns mal an, was die so zurückbringen. Nach wochenlangen Irren und Wirrungen. Eine Karte, noch eine Karte und ein Schienenreparaturkran. Yay. Das ist aber nicht so cool. Können wir direkt nochmal auf eine Expedition schicken. Und die sind noch unterwegs. Um die mache ich mir ein bisschen Sorgen. Schicken wir mal auf eine Piratenjagd, das Schiff, was wir gerade fertig hatten. Glaube haben wir mal wieder nicht. Pass auf, da werden wir jetzt aber mal umsatteln.
Dich brauchen wir auch nicht, okay. Gehen wir mal wieder auf unsere Items. Gefechtskunde und so sind wir gut ausgestattet mit. Geschick, Glaube. Hier hatten wir doch eben irgendwas, was Glaube gegeben hat, oder nicht? Habe ich mich verguckt? Habe ich mich nicht eben drüber aufgeregt, dass ich irgendwas nicht dabei hatte? Die geben Navigation, okay, wusste ich auch noch nicht. Gefechtskunde, können wir das noch mitnehmen? Das sorgt auf jeden Fall nochmal für Sicherheit. Und Glaube, okay, Waren. Irgendwas, was für Glaube sorgt. Was könnte für Glaube sorgen? Eher so ein Essen, ne? Brot. Brot sorgt für Glaube. Und ist ja auch noch Ration, ne? Komm, dann nehmen wir direkt zweimal Brot mit, Alter. Wenn Glaube kommt, dann sind wir aber auch bereit dafür. Und hier meldet sich die nächste Expedition. Und wir nehmen die 30%, auch wenn die nur ganz knapp die 29% ausstechen. Ist aber egal, wir kriegen eine Belohnung. Einen Schleppermatrosen. Den hätte ich aber gern dabei. Den können wir auch so ohne Probleme mitnehmen. Vielleicht hat man noch einen Schiffs-Item-Platz frei. Solange dann Journalero-Arbeitskraft. Genau, das war jetzt unser Problem, was wir hier noch hatten. Was es für uns noch anzugehen galt. Okay, hier einmal kopieren. So Blöcke machen wir jetzt immer, habe ich mich gerade zu entschlossen. Zack. Die passen, glaube ich, ganz gut so ins Stadtbild. Jetzt müssen wir natürlich auch mit Kirsche gucken. Das hier reicht auf jeden Fall. Der Boxclub ist nicht das Problem. Gut, dann setzen wir jetzt mal hier ein paar weitere Blöcke. Die müssen wir natürlich auch wieder mit zusätzlichem Essen versorgen. Und so weiter und so fort. Rum als Special Need. Und das sieht nach 50% aus. Jawohl. Die hält sich echt gut, die Expedition, muss man sagen. Also dafür, wie schlecht equipped, in Anführungszeichen, ich die losgeschickt habe, sind die echt noch tight dabei. So, hier konnten wir nochmal setzen. Hier ist dann aber Schluss. Beziehungsweise hier kriegen wir noch so einen hin. Und vielleicht wäre es da hinten mal wieder Zeit für eine Kirche oder so. Die könnten wir hier aber nicht mehr anschließen. Die könnten wir höchstens hier anschließen. Aber dann machen wir es doch hier. Brauchen wir sonst noch ein öffentliches Gebäude? Das Hospital. Okay, ein Hospital werden wir hier hinten noch brauchen. Aber das bauen wir erst wieder hier hin. Bauen wir es doch hier hin. Wir bauen es hier hin. Bauen wir es hier hin? Wir bauen es hier hin. Aber lass mich mal kurz gucken. Wenn wir jetzt hier nochmal zwei nebenplanen, dann drehen wir das Ganze doch nochmal. Dann verbrauchen wir nämlich weniger Platz und können hier direkt wieder anfangen. Aber auch da würde ich dann wieder anfangen mit diesen und würde hier noch eine Straße mit reinziehen. So, jetzt kommen wir auch schon wieder langsam in das Gebiet, wo es kritisch wird, weil wir da in die Produktion reinkommen. Aber ich denke, wenn wir bis hierhin haben wir locker, wie ich gerade schon sehe, haben wir locker wieder für die Sachen gesorgt, die wir brauchen. Jetzt noch ein bisschen Feuerwehr. Weil Feuerwehr haben wir bisher echt nicht viel. Aber es reicht tatsächlich bisher. Es deckt alles ab aktuell. Gut, und wir sind hier wieder positiv in der Arbeitskraft. Das heißt, hier haben wir echt gut ausgebaut. Und hier hinten, die Produktion läuft auch auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön, das sieht gut aus. Und hier lädst du immer noch voll oder bitte bist du das nächste Schiff? Warum hast du die nicht ausgeladen? Warum hast du die nicht ausgeladen? Lädst du erst ein, bevor du auslädst? Das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Doch scheinbar lädt er erst, also der geht wahrscheinlich einfach dieses Ding hier lang. Also wirklich von links nach rechts. Okay. So, die Frage ist, wie lange wartet der jetzt schon, ne? Hier wird auf jeden Fall der Rum weiter fleißig weggebracht. Da passt alles wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt unsere neue Weltinsel hier, Weeks Corner, auf jeden Fall mal wieder auf Vordermann gebracht. Haben für genug Arbeitskraft gesorgt. Und du bist nicht an Lagerhaus angeschlossen. Ah ja, weil ich dir hier deine Straße noch nicht gegeben habe, die du noch kriegen solltest. Haben jetzt auch ein paar Items genutzt. Das hier ist noch ein bisschen wasted. Wir können nochmal ganz kurz hier nochmal gucken gehen. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Kaffeerösterei, Tortilla, Zigarren, Rumbrennerei. Den haben wir aber schon. Einmal rerollen.
Tortilla, Kaffee, Kakao, Poncho. Nee, alles klar. Gut, das sollte heute also noch nicht sein. Wir haben hier für eine gute Basis dafür gesorgt, dass wir unsere neue Welt besser, unsere alte Welt besser versorgen. Hier, das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal zu kommen, dass wir das brauchen, könnte sein. Aber das soll sich der Zukunft Janis drum kümmern. Vielen Dank. Ich beende jetzt erstmal wieder eine Aufnahmesession. Kann gut sein, dass ich diese Woche aber nochmal ein bisschen in Advanced aufnehme. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, der für euch dann schon morgen ist. Und wir gehen noch kurz in die Zeitung und hauen uns nochmal kurz. Oh mein Gott, warum haben wir? Wir haben ja gar keinen Einfluss. Ich hätte aber schon gern so ein bisschen mehr Geld. Nee, das ist aber kein Geld. Das ist Geld. Das können wir uns nicht leisten. Pass auf, dann setzen wir doch das Geld einmal hier drauf. Veröffentlichen. Eieiei, nur 12.000. Oh Gott, oh Gott. Also, um steigende Bilanzen kümmern wir uns beim nächsten Mal. Wir haben so viel Produktion, die unnötig ist. Aber da müssen wir einfach jetzt mal generell ein bisschen umsortieren. Hier auf der Insel haben wir jetzt, finde ich, einen ganz guten Status auf jeden Fall schon erreicht. Oh, und George Smith gefällt die Propaganda nicht. Ja, dann können wir ja einfach wieder in den Krieg gehen in 2 Folgen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.